Heute zeigen wir euch, wie ihr diese leckeren Cupcakes leicht und schnell nachmachen könnt. Für diese Cupcakes braucht ihr die folgenden Zutaten: 250 Gramm Mehl, 120 Gramm Zucker, 225 Gramm Joghurt, 100 Gramm Nutella, 60 Milliliter Öl, ein Ei, 70 Gramm Schokotropfen, einen halben Teelöffel Natron und einen Teelöffel Backpulver. Wenn ihr alles vermixt habt, rührt ihr die Schokotropfen mit einem Löffel vorsichtig unter. Als nächstes legt ihr Papierförmchen in ein Muffinblech und befüllt sie nur zu 3/4 mit der Masse. Danach wärmt ihr den Herd auf 170 Grad bei Ober-Unterhitze vor und stellt das Blech mit dem Teig dann für 10 bis 20 Minuten ins Rohr. Hierfür brauchen wir 200 Gramm Staubzucker und 120 Gramm Butter. Außerdem brauchen wir einen Spritzsack. Jetzt müsst ihr die Butter und den Zucker in einer Schüssel gut vermixen. Um das Topping zu verschönern, könnt ihr Lebensmittelfarbe, welche ihr auch in allen Farben kaufen könnt, dazu mischen. Hierzu haben wir zum Beispiel Blau und Rosa verwendet. Die fertige Masse füllen wir dann in einen Spritzsack. Wenn die Muffins abgekühlt sind und das Topping fertig ist, könnt ihr es mit dem Spritzsack auf den Muffin verteilen. Zum Schluss könnt ihr eure Cupcakes verschönern, indem ihr Streusel, Schokokugeln oder Smarties verwendet. Hier seht ihr, wie unsere fertigen Cupcakes ausschauen. Sie schmecken wirklich gut, sind sehr leicht zu machen und schauen auch noch super aus. Viel Spaß beim Nachbacken!